wusste ich, dass die Frage kommt. Boah. Beides muss manchmal sein. In den Hintern treten gehört auch dazu. Beides könnte ich machen, glaube ich. Moin, Rollo. Moin, René. Grüße dich. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Du weißt, was auf dich zukommt? Schon viel von gehört, ja. Schon viel von gehört. Lila oder Weiß, die nächste Ausgabe mit unserem Torwarttrainer, mit unserem Urgestein, mit Torwarttrainer Rolf Meier. Rolf, wir haben einige Leute angesprochen, nach Tipps und Anregungen gefragt. Und ein paar Ideen hatte ich natürlich auch. Ja. Und es sind einige Fragen zusammengekommen. Das Prozedere ist bekannt. Es ist ja immer nur Entweder-Oder-Frage. Du musst dich für eine Antwort entscheiden. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Lila oder Weiß und Rolf Meier. Erste Frage, Rollo. Ja. Und nämlich genau die. Rollo oder Rolli? Rollo. TSV Melchershausen oder Werder Bremen? Eher TSV Melchershausen, weil das mein Heimatverein war oder ist, logischerweise. Und Werder kam als zweites. TSV Melchershausen oder Borussia Dortmund? Ich bleibe bei TSV Melchershausen. TSV Melchershausen oder VfL Osnabrück? Da muss ich jetzt zum VfL Osnabrück wechseln. Bremer Brücke oder Weserstadion? Logischerweise die Bremer Brücke, obwohl ich im Weserstadion auch viele schöne Momente hatte. Dieter Budenski oder Eike Immel? Dieter Budenski. Dieter Budenski oder Teddy Lebert? Teddy, weil ich nach wie vor noch sehr guten Kontakt zu Teddy habe. Zu Budde allerdings auch, aber mehr zu Teddy Lebert. Als Torhüter, Rollo, spielen oder trainieren? Natürlich spielen. Trainieren ist schön und gehört dazu. Aber spielen ist letztendlich das Nonplusultra, also spielen. Diskussionen am Spielfeldrand, mit dem vierten Offiziellen oder mit dem Linienrichter? In der zweiten Liga eher mit dem vierten Offiziellen, jetzt mehr mit dem Linienrichter, aber alles auf einem vernünftigen Niveau. Du hast ja mehr oder weniger alles schon gemacht, daher die Frage, Torwarttrainer oder Co-Trainer? Beides interessant, beides spannend. Ich meine, ich war Co-Trainer und Torwarttrainer, also war ich Torwarttrainer im Grunde genommen immer. Zwischendurch in den Anfangsphasen bei Pele und Carsten Baumann auch Co-Trainer, aber Torwarttrainer. Kahn oder Casillas? Kahn. Kahn oder Buffon? Oh, schwer. Aber ich bleibe bei Kahn. Kahn oder Neuer? Muss ich zwitschen. Neuer ist halt der modernere Torwart. Kahn war zu meiner Zeit das mehr oder weniger Nonplusultra oder kurz nach meiner Zeit. Jetzt natürlich dann Neuer. Ich habe eine Frage reinbekommen von einem beim VfL Osnabrück tätigen Torhüter. Treppenläufe oder Volleyballfeld? Ich glaube, beides sehr anstrengend. Volleyballfeld machen wir eher selten, Treppen auch, also immer zwischendurch mal. Das Volleyballfeld eher in der Vorbereitung, das heißt, früher hieß es Sandkiste, jetzt machen wir es auf dem Volleyballfeld, aber Volleyballfeld. Logischerweise, weil die Torhüter dann immer so schön kaputt sind. Alles klar. Nächste Frage. Rote Einheit oder grüne Einheit? Für mich ist es egal. Die grüne Einheit ist natürlich für die Torhüter entspannt, aber ich habe sie auch gerne mal im roten Bereich. Also rote Einheit. Erklär mal ganz kurz, was dahinter steckt überhaupt. Das wissen ja gar nicht alle. Also es gibt So ein Ampelsystem. Grüne Einheit ist relativ entspannt und leicht. Dann gibt es eine gelbe Einheit, die ist so dazwischen. Und die rote Einheit ist schon dann sehr, sehr anstrengend. Dann haben wir es. Puma oder Adidas? Adidas. Ja, sagst du jetzt, ne? Wenn es wieder Adidas wäre, wäre es Puma, ne? Ist nein, klar. Nein, Adidas. Ja. Trainingslager, Rollo. Im Ausland oder an der Illershöhe? In der Vorbereitung bin ich wirklich gerne zusammen mit der Truppe. Von daher im Winter logischerweise ist es eher das Ausland. Die Temperaturen sind angenehmer, die Trainingsbedingungen sind meist optimal. Also von daher würde ich sagen, Trainingslager eher Ausland. Ausradeln oder auslaufen? Ausradeln auf alle Fälle, weil laufen kann ich nicht mehr so gut.
Zum Auswärtsspiel, mit dem Bus oder mit dem Zug? In der heutigen Zeit eher mit dem Zug. Aber letztendlich sind die Verbindungen von Osnabrück eher nicht so gut, aber Zug. Aber trotzdem nochmal die Frage, wenn es denn zum Auswärtsspiel geht und ihr auf die Straße geht, lieber im Bus mit dem Team oder lieber im Bulli mit Mario? Beides sehr interessant. Mit Mario natürlich interessanter, aber ich bin sehr gerne beim Team, also da lieber Bus. Worauf kannst du, ja? Auch wenn es vielleicht Mario war, es auch sehr, sehr schön. Haben wir auch mal gemacht. Na, das wissen wir doch. Worauf kannst du im Bus eigentlich eher verzichten? Eher auf Multisaft oder eher auf die Tageszeitung? Auf Multitasking. Multisaft war die Frage. Ach so. Multitasking, habe ich verstanden. Multisaft oder Tageszeitung? Ja, schwer, ne? Ja, schwer, weil ich habe ja beides meist. Auf der Hinfahrt eher auf den Multisaft. Gut. Geduldig oder ungeduldig? Geduldig. Pessimist oder Optimist? Optimist. Dickkopf oder nachgeben? Ich bin ja ein Bremer, gebürtiger Bremer, also habe ich schon mal einen Dickkopf. Okay. Kopf streicheln oder in den Hintern treten? Beides muss manchmal sein. In den Hintern treten gehört auch dazu. Aber ich bin eher vielleicht ein Kopfstreichler. Liga oder Pokal? Ja, Pokal hat seine Reize, aber eher Liga. Laster oder Asket? Inwiefern Laster? Ich weiß ja nicht. Du hast, glaube ich. Asket bin ich eher nicht. Dann Laster auf alle Fälle. Zigarette oder Nikorette? Zigarette. Marlboro oder Stäubesand? Wusste ich, dass die Frage kommt. Woher? Ja, also ich bin seit meiner Kindheit, nein, schon ewigen Zeit Stäubesandraucher. Also Stäubesand. Nie wieder rauchen oder nie wieder ein Überraschungsei öffnen? Dann lieber nie wieder ein Überraschungsei öffnen. Aufstieg oder die Ü-Ei-Sammlung verkaufen? Aufstieg, logischerweise. Obwohl ich eine schöne Sammlung habe. Okay, Dean David oder Taste Kitchen? Boah, beides nicht so meins, muss ich dazu sagen, aber dann Dean und David, ohne jetzt Taste Kitchen zu nahe zu treten. Schnitzel oder Scampi? Schnitzel. Milchreis oder Obstsalat? Esse ich beides, wenn es da ist, aber wenn Milchreis gut ist, das ist nicht überall der Fall, dann Milchreis. Ah, steht schon drauf, ne? Hm. Rührei oder Spiegelei? Rührei, morgens. Kaffee oder Tee? Kaffee auf alle Fälle. Karamellbonbons oder Kaugummi? Immer Karamellbonbons im Bus. Der Bussi weiß das, der hat immer welche mit. Ja, genau. Powerade oder Paulaner Spezi? Boah. Powerade, weil wir mit den Teutern ab und zu um so ein kleines Fläschchen spielen. Sommer oder Winter? Beides seine Reize, aber eher Sommer. Wenn aber Winter, Innsbruck oder Oberstdorf? Immer Oberstdorf. Skisprung oder Biathlon? Skisprung. Football oder Fußball? Ja, normal Fußball, logischerweise. Also ich würde mich für Fußball entscheiden, obwohl ich Football auch sehr gerne gucke. Ja, dann eher die bei Football, dann eher die Green Bay Packers oder die Osnabrück Tigers? Schon seit ewigen Zeiten die Packers. Robin Schulz oder Daniel Wirtz? Daniel Wirtz, logischerweise, weil wir ihn mal persönlich kennenlernen durften. Auf einer Auswärtsfahrt im gleichen Hotel. Einen schönen Abend verbracht mit Mario Richter und ja, war etwas länger, aber war richtig schön und hat viel Spaß gemacht. Mittlerweile haben wir uns hier in Osnabrück schon mal wieder getroffen bei seinem letzten Konzert. Ja. Ja. Und nach der Karriere, Rollo, Reisebegleiter oder Motorradverkäufer? Beides könnte ich machen, glaube ich. Was für Reisebegleiter machst du ja auf Auswärtsfahrten ganz gerne mal mit einem Mikrofon in der Hand im Bus, habe ich mir sagen lassen. Ja, nein, da ist Mario schon eher prädestiniert für
Der hat's anders erzählt. Ja, das ist mir klar. Nein, Motorradverkäufer logischerweise, dann bei meinem Schwiegersohn im Laden. Kommt zur nächsten Frage. Freimarkt oder 6-Tage-Rennen? Oh, beides sehr schön. An und für sich auch beides eine Pflichtveranstaltung. Aber letzte Zeit leider nicht mehr da gewesen, weil es auch nicht stattgefunden hat. 6-Tage-Rennen. 6-Tage-Rennen oder Stoppelmarkt in Vechta? Stoppelmarkt in Vechta ist auch schön, aber ich bleibe beim 6-Tage-Rennen. 6-Tage-Rennen oder Weihnachtsmarkt in Osnabrück? Ja, dann tendiere ich hier zum Weihnachtsmarkt in Osnabrück, weil ja, der sehr schön ist und ich da sehr gerne hin und wieder mal über den Markt schlendere. Und wenn du dann zum Weihnachtsmarkt gehst, mit dem Funktionsteam oder mit den Torhütern? Mit den Torhütern, weil das ist Tradition. Mit den Torhütern, also mit unserer kleinen Gruppe, gehen wir immer einmal zum Weihnachtsmarkt, wenn er denn stattfindet, und einmal zur Maiwoche. Angeln oder Golfen? Angeln. Hochseeangeln oder entspannt am Teich? Ganz entspannt am Teich. Karpfen oder Forelle? Das ist mir letztendlich egal. Es kommt drauf an, was dann gerade so beißt. Also es geht mir jetzt nicht um die Fische da rauszuziehen, sondern eher um die Entspannung am Wasser. Gartenarbeit oder Hausarbeit? Oh, beides mache ich ungern. Aber im Garten muss ich rein, also Gartenarbeit. Hund oder Katze? Wir haben Hund. Gassi gehen oder die Pferde longieren? Boah, dann eher Pferde longieren. Züchten oder reiten? Beides. Reiten kann ich nicht. Also beides stimmt nicht. Reiten kann ich ja gar nicht. Kann vielleicht draufsitzen, aber nicht reiten. Das wissen ja ganz viele nicht, dass das ein Unterschied ist. Das ist so. Und dann eher züchten. Dressur oder Springpferde? Dressur. Pferde ohne Motorrad? Boah, ja, gute Frage. Habe ich ja beides. Aber ich sage jetzt mal Motorrad, weil ja, es mir sehr viel Spaß macht. Kawasaki oder Triumph? Zwei Marken, die bei meinem Schwiegersohn im Laden stehen. Aber ich fahre ja selber eine Kawasaki, also Kawasaki. Heizen oder Cruisen? Eher Cruisen, aber manchmal auch sportlich durch die Gegend fahren. Aber eher Cruisen, aber die Gewissheit zu haben, dass ich ein paar PS unterm Arsch habe, ja. Kommen wir mal kurz zurück zum Fußball. Wenn du auf Auswärtsfahrt bist, lieber Einzelzimmer oder lieber ein Doppelzimmer mit Lothar? Früher hatte ich ein Doppelzimmer mit Lothar hin und wieder mal, hier beim VfL zu unserer Zweitliga-Zeit. Aber jetzt natürlich lieber Einzelzimmer. Thema Musik, Rollo. Schlager oder Rock? Ganz klar Rock. Doro Pesch oder Nina Hagen? Nina Hagen. AC/DC oder Scorpions? AC/DC. Headbang oder Luftgitarre? Dann eher Luftgitarre, was mit meinen Haaren bringt das nichts mehr mit Headbang. Thema Comedy. Ditsche oder Schildkröte? Absolut Ditsche. Ja, Schildkröte auch, aber Ditsche ist schon mein Favorit. Schildkröte ja jahrelang da ein Teil davon war. Zeitung lesen oder Film gucken? Zeitung lesen. Immer Dönkes oder immer Ernst? Je nachdem. Ich kann Ernst, aber hab auch gerne Dönkes. Also lieber Dönkes. Lieber Dönkes. Und abschließend, Rollo, die Meier-Familie oder die VfL-Familie? Oh, die Meier-Familie, muss ich da sagen. Also VfL-Familie ist sehr, sehr schön. Hab hier sehr, sehr viel schöne Sachen erlebt. Aber natürlich, das Zuhause ist immer noch das, was am meisten zählt, also die Meier-Familie. Aber die Meier-Familie ist doch auch ein Teil der VfL-Familie, Rollo. Wir sind doch alle ein Stück VfL Osnabrück und damit hast du Lila oder Weiß, Ausgabe Rolf Meier, unfallfrei hinter dich gebracht. Ich sage vielen lieben Dank, Rollo. Ich danke und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Wir machen was draus. Alles klar. Sehr gut. Ja, meine Freunde, das war die aktuelle Folge von Lila oder Weiß. Ihr könnt dieses natürlich auf unserem Kanal sehen und wenn ihr den noch nicht habt, abonniert ihn bitte.